Basti, in den vergangenen Jahren habe ich mir bestimmt 3 oder 4 Paar Bergschuhe gekauft und sie vereint alles. Eines, sie sind schwer und behäbig. Ich will jetzt aber was Flinkes und was Feines haben. Hast du was anzubieten? Ja, da gibt es so eine neue Kategorie, das ist so ein Multifunktionsschuh, sagt man eigentlich dazu. Mhm. Das ist ein Schuh, der mehrere Eigenschaften vereint, dass du nicht für jede Aktivität, die du hast, einen eigenen Schuh brauchst. Bitte sei doch so nett und erklär mir, was diesen Schuh auszeichnet. Genau, also es ist ein Schuh, der sehr, sehr viele Eigenschaften verbindet. Er ist in erster Linie auf jeden Fall agil. Das heißt, er hat eine Dyna-PU-Sohle. Das ist eine weichere Zwischensohle mit einem bestimmten Schaum, genau. Ist die hier. Mhm. Genau, das ist wie eine Art Dämpfung, wirkt das in dem Schuh. Du hast aber trotzdem oben drüber diese Mono-Wrap-Spange. Und diese Spange hilft dir einfach, den Schuh gut zu führen, dass er einfach stabil am Fuß ist, dass er dich gut führt, dass du einen sicheren Tritt hast. Mhm. Hat ein Gore-Tex-Membran, sprich, er ist wasserdicht, aber sehr atmungsaktiv. Und du hast einen hochgezogenen Schuh, eine Mit-Variante, dass du einfach viel Stabilität im Knöchel hast. Hochgezogen ist ein gutes Stichwort. Ich weiß ehrlich gesagt nie, ob ich einen niedrigen oder einen mittelhohen kaufen soll. Hängt es von Person zu Person ab, nach Gusto oder nach was ist davon abhängig? Das ist schon so, wie die Vorliebe ist. Der eine hat immer lieber einen hohen, der andere lieber einen flachen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, bei einem hohen Schuh hast du mehr Stabilität im Sprunggelenk und auch einfach mehr Stabilität beim Gehen. Und gerade wenn der Weg nicht so gut ist, dann ist ein hoher schon besser. Das habe ich verstanden. Also ich weiß den Unterschied zwischen einem klassischen Bergschuh und einem Turnschuh. Und jetzt würde ich aber gerne noch den Unterschied wissen zwischen diesem Schuh von Lowa und einem klassischen Bergschuh. Ja, auf jeden Fall das Gewicht, die Agilität, also der Schuh ist viel agiler. Du kannst damit wirklich auch mal eine Runde Mountainbiken, du kannst eine leichte Bergtour machen, du kannst im Wald unterwegs sein oder einfach auch bei Aktivitäten mit Freunden, wo ihr draußen seid, da kannst du den Schuh überall mit anziehen, also ein wirklicher All-Terrain-Schuh. Jetzt haben wir noch 2 Stunden Zeit. Wir haben den Schuh. Was machen wir heute Nachmittag, Basti? Lass uns doch noch ein bisschen rausgehen, die Natur erkunden und vielleicht sind wir heute sogar ein bisschen schneller unterwegs und tun noch ein bisschen Speedhiken. Speedhiken? Ja. Das hört sich gut an. Und wenn ihr auch schneller unterwegs sein wollt am Berg, dann lasst euch vorher informieren bei eurem Sport 2000 Händler in eurer Umgebung.